Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Nicht wundern, ich konnte mich heute noch nicht zurecht machen. Ihr seht es ja auch im Titel. Dankeschön. Ihr seht es ja auch im Titel. Wir haben ja alle jetzt deutschlandweit 5 Wochen Kindergarten und schulfrei. Dementsprechend müssen wir ja die Kleinen irgendwie beschäftigen. Ich habe mir überlegt, dass es jeden Tag ein Highlight sozusagen gibt. Eine kleine besondere Sache, etwas Kleines, was wir Besonderes machen. Damit es halt nicht langweilig wird. Wir werden ganz normal natürlich den Rest des Tages spielen und alles und Haushalt machen und so weiter. Und auf jeden Fall nehme ich euch jeden Tag zu den Highlights mit. Es gibt jeden Tag eine ganz kurze Szene sozusagen und dann werde ich das aneinander schneiden. So, für heute haben wir uns so richtig stabile und unmatschige Wachsmalstifte aus dem Schrank geholt. Die waren halt einfach noch da, keine Ahnung, wo die herkommen. Die sind auch ganz süß hier, so ein Frosch und sowas. Und das hier habe ich gemalt, aber den Rest hat der Karl gemalt. Und wir malen jetzt ein Bild. Malst du ein Bild? Toll. Guck mal hier, nimm auch mal grün. Super. Komm, wir drehen mal das Bild, damit es hier nicht immer so knickt. So. Hier kannst du auch malen, hier ist noch gar nichts gemalt. Genau, und da gucken wir mal jetzt. Der Karl, der Spaß dran hat. Oh, toll. Du malst was Gelbes. Ja, das ist ein Hasi, ne? Ich habe ihm extra halbwegs dunkle Sachen angezogen, weil ich nicht wusste, wie sehr die rummatschen und wie sehr man sich da irgendwie die Kleidung versorgen kann. Geht aber nicht. Ja. Also hier ist noch eine Maus und eine Katze. Ja, und halt der Frosch und das Gelbe ist ein Hasi. Genau. Hier seht ihr. Das Gelbe malt nicht so sehr, aber die anderen, das wird alles der Karl gemalt. Wie cool das aussieht. So, es ist Dienstag. Ich sehe schon wieder aus, wie ich gerade aus dem Bett gekommen bin. Ich aber auch. Also wir haben wirklich nur gefrühstückt. Und der Karl war heute nicht so gut drauf. Darf ich den mal zeigen? Okay. Darf ich den kurz zeigen? Und ich habe gestern für den Karl einen Schleichaffen gekauft. Ich war einkaufen. Halt ohne den Karl, weil wir jetzt bei... Au, au, au! Da verfrisst mein Fuß. Weil wir den Karl einfach nicht mehr mitnehmen wollten und... Aua! Da musste ja Philipp mit ihm zu Hause bleiben und ich war halt in einem Geschäft, also im Supermarkt, wo es auch so... im großen Supermarkt, wo es auch so Spielzeug und so gibt. Und da habe ich diesen süßen kleinen Affe hier geholt und der Karl findet Affen, glaube ich, ganz niedlich und... kann auch die Affengeräusche machen. Karl, wie macht der Affe? Genau. Warte mal, den... Karl, okay, er räumt gerade das Besteck aus. Boah, ich sehe aus. Wir werden mal gucken, was wir heute noch so machen. Das war, ich weiß nicht, ob das jetzt schon das Tageshighlight war. Eigentlich wollte ich ja noch was mit ihm machen, sozusagen. Ja. Und dann, wenn es schöneres Wetter ist, werden wir auch mal rausgehen auf den Balkon. Also es ist schönes Wetter, es ist sonnig, aber es ist schweinekalt. Guten Morgen. Boah, ich habe ja... Oha, ich habe mich gestern Abend abgeschminkt. Trotzdem sehe ich noch so übelst krass nach Panda-Augen aus. Es tut mir jetzt leid. Also mir geht's gut. Ich sehe wirklich nur so aus, weil ich mich... Obwohl ich mich abgeschminkt habe, scheinbar nicht richtig. Nächster Tag und heute haben wir uns überlegt zu backen. Ich habe auch schon angefangen. Ich zeige euch jetzt eben hier, wie der Karl mir mithilft. Und zwar habe ich hier jetzt gerade alle Zutaten reingetan und werde die gleich mixen. Und hier daneben sitzt der Karl in seinem Stuhl, hat hier noch ein leeres Päckchen Vanillezucker und ein paar Streusel bekommen, kann hier rühren und so. Und er trägt natürlich seine Backschürze und ich glaube, er findet es super cool, dass er hier einfach den absoluten Überblick hat und auch ein bisschen rühren und naschen darf. Genau, das werden Cupcakes, allerdings ohne dieses Zeug hier oben drauf, weil das vertrage ich, glaube ich, aktuell nicht. Ansonsten habe ich mit glutenfreiem Mehl gearbeitet und werde das jetzt mal eben alles mixen und dann sehen wir das wieder, also das Ergebnis, wenn es dann aus dem Ofen kommt. Zwischenstand, alle auf dem Blech und alle dekoriert, es sind 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19 geworden.
ich habe das Rezept schon zugeschlagen, für wie viele es wählen sollte. Ich glaube, es ist für 16 Stück. Und der Karl hat hier auch Förmchen mit rosa Streuseln. Und hier drin hat der Karl Schokostreuseln. Und die silbernen Perlen hat er schon aufgegessen. Genau, ich warte jetzt hier noch auf den Herd. Ne, der ist fertig. Okay, dann werfe ich es jetzt in den Herd. Und 20 Minuten muss es backen. So, da sind die fertigen Muffins. Und bei dem Rezept, die gehen nie auf. Die fallen immer ein. Das ist dieses Rezept. Das ist wirklich so. Also das sieht so süß aus, aber die schmecken hoffentlich trotzdem gut. Die waren jetzt wesentlich länger drin als gedacht, weil ich zweimal mit so einem Stäbchen probiert habe und da war... Ja. Was Karl sagt, ist übrigens Staubsauger. Ja, da war auf jeden Fall noch voll viel dran und ja, wir lassen den mal abkühlen und kosten und wie gesagt, kein Staubsauger, richtig, weil Mistfi sich verirrt hat und nicht mehr nach Hause findet. So, heute werden Vögel gebastelt und zwar habe ich hier so Vogelschablonen ausgeschnitten und habe hier auf den gesamten Bauch vom Vogel da Klebestift, also Kleber drauf gemacht. Genau, und der Karl legt die Feder, guck mal, drück die nochmal fest, die Feder. Drück nochmal hier ein bisschen. So, genau. Huch. So, und die sind, also der kriegt dann noch ein Auge und hier ist der Schnabel wird auch noch angemalt. Willst du noch eine Feder ranmachen? Ja. Okay, warte. Hier. Ich habe hier so einen Sack mit Federn, die hat Philipp alle mal gesammelt vor langer, langer Zeit. Und ja, super. Genau, und die ist ein bisschen groß. Das wird dann, also wir schicken da welche unseren Verwandten für als Osterfensterdeko und ein oder so. Der Karl räumt da alle Federn aus. Boah, krass, da sind auch Straußenfedern und sowas dabei. Genau, und einen heben wir uns hier auf und ja. Genau, das ist so unser heutiges Programm. Karl, lass mal bitte die ganzen Federn drin. Soll Mami noch einen Vogel ausschneiden? Ich kann euch eben oben auch mal den einen, der schon fertig ist, zeigen. Google. Für den Vogel? Ja. Okay. So, das hier ist jetzt der fertige Vogel, der erste. Der hat halt auch schon ein Gesicht und alles. Und wir verwenden hier so alte Hefter, die nicht mehr gebraucht werden, aber die halt noch zum Basteln so sind. Das ist jetzt der zweite Vogel. Guten Morgen. Vorsicht. Heute habe ich mal die Wellenscheren herausgeholt. Wir haben da drei verschiedene. Karl hat jetzt hier gerade zwei. Und ich habe mal dem Karl erklärt, wie eine Schere funktioniert. Wir haben auch zusammen schon in sein Blatt auch geschnitten. Vorsicht, seht ihr hier. Also ich habe praktisch seine Hand geführt. Und die sind absolut ungefährlich. Also diese Schneidkante, oder wie man das nennt, also die Klinge, ist einfach nicht scharf. Das funktioniert wirklich nur durch, weiß ich nicht, also keine Ahnung, wenn man perfekt in dem richtigen Winkel da irgendwie das Papier trifft. Aber genau, der Karl ist jetzt hier gerade ein bisschen am Untersuchen. Aber auf jeden Fall haben wir zusammen schon mal geschnitten. Also wie gesagt, ich habe seine Hand geführt. Und soll ich dir nochmal helfen? Ja. Okay. Genau, das ist so für heute, dass ich ihm mal so ein bisschen ja, die Schere erkläre und gerade einfach das, die noch nicht so gefährliche Schere und wo es dann auch noch cool aussieht durch diesen Wellendings und so. Welche wollen wir nehmen? Papa. Ja, welche Schere sollen wir nehmen? Die hier? Ja. Okay. So, und der Karl hat eine ausrangierte Pfanne von uns zum Spielen bekommen. Und da habe ich ihm jetzt die kleinen Fusseln, also diese Wellendinger, da reingegeben zum Spielen. Ich glaube, ich schneide ihm einfach noch welche. Ich glaube, das ist ziemlich cool, wie Konfetti, bloß halt ein bisschen einfacher wegzuräumen. So, heute ist Samstag und heute gibt es nicht so ein richtiges Highlight. Aber wir bereiten das Highlight für morgen vor. Wir bauen nämlich für den Karl einen Sandkasten. Der steht da jetzt hochkant und wir haben ja hier so Paletten-Sitzmöbel. Und aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, auch einen Paletten... Nee, ist nicht der Karl, ist die Mami. Einen Paletten-Stil-Sandkasten zu bauen für den Balkon.
Wir haben noch keine Ausgangssperre, aber wir sollen trotzdem zu Hause bleiben. Spielplätze sind schon länger zu. Und wir waren jetzt zwar trotzdem immer auf dem Balkon, aber es gibt halt nicht so viel zu machen. Also der Karl ist dann nur mit seinem kleinen Laufrad gefahren. Aber wir haben uns dazu entschlossen, ihm jetzt einen Sandkasten zu bauen. Ich sitze übrigens in seiner Schaukel. Und genau, den wollen wir ihm dann morgen hoffentlich mit Sand befüllen. Dann ist das morgige Highlight, dass der Karl ein Sandkastengeschenk bekommt. Und genau, ich glaube, er findet das ziemlich cool. Und für heute haben wir uns überlegt, dass wir backen wollen. Frühstück ist schon ein Stück her und so weiter. Und ich würde mir jetzt mein Rezept suchen oder eine Backmischung. Und dann zeige ich euch das. Also, ich habe mir eine Muffin-Backmischung gekauft, obwohl wir... Hast du einen Vogel im Baum entdeckt? Ja! Oh, da sind ganz viele Tauben. Was machen die da? Ich habe mir eine Muffin-Backmischung gekauft. Normalerweise backe ich Muffins immer so, ohne Backmischung. Aber ich will endlich mal Muffins mit riesen Schokostückchen. Und wir machen mal zusammen die Backmischung auf und gucken mal rein, ob da große Schokostückchen drin sind. Also vom Bild her sieht das zumindest aus wie solche Schokoplättchen. Wir machen heute Muffins mit der Backmischung. Willst du mitbacken? Ja. Okay, dann hole ich wieder den Stuhl. Der Karl kriegt seine Schürze und es wird wieder ganz fein gebacken. Und wir haben schon ein paar gegessen und die sind ultra leicht. Das ist so krass, die sind so aufgegangen. Aber ich finde, die schmecken bei weitem nicht so gut wie selbstgemachte mit einem eigenen Rezept. Ich finde, die sind sehr wenig süß. Und ja, man sagt immer, zu viel Zucker ist nicht gut, bla bla. Aber ich finde, gerade Gebäck darf auch süß sein. Und deswegen werde ich nicht mehr... Muffins von der Backmischung machen, aber ich suche mir mal diese Schokoplättchen oder was das da ist, weil die sind so schön groß und genauso wollte ich das. Deswegen habe ich auch die Backmischung gekauft. Der Karl schläft übrigens gerade total süß hier auf dem Sofa. Sein Mittagsschlaf macht er immer hier auf dem Sofa. Der legt sich irgendwann, wenn er müde ist, legt er sich einfach hier hin. Manchmal nimmt er sich sogar ein Kissen, legt sich da drauf und schläft ein. Einfach so. Jetzt hat er sich seine Ratte genommen. Hat sich auch aufs Kissen gelegt. Ich habe ihn dann noch zugedeckt. Und jetzt schläft er hier. So, heute ist Dienstag und ich habe dem Karl gerade, zeig mal, okay. Ja, einen Sprinter mit Pritsche geschenkt. Den hatte ich auch gekauft, als ich, was habe ich denn da gekauft? Ah ja, den Schleichaffen, genau. Weil der Karl, wir haben ja den T4 und der Karl sagt immer Bus, Bus, Bus und er sagt jetzt auch immer Bulli und so, das ist so süß. Und ich habe allerdings keinen normalen Transporter gefunden gehabt, sondern immer nur so einen großen. Einfach mal was Neues in der Spielzeugkiste. Wir haben auch viel aussortiert und so. Und auf jeden Fall, auch so, weil ja bald Ostern ist, ich muss mich dafür jetzt aber nicht rechtfertigen. Wir werden natürlich heute trotzdem noch was Cooles machen. Wir werden auf jeden Fall mal rausgehen in den Sandkasten, wenn die Sonne auf dem Balkon rumgekommen ist. Das dauert nicht mehr lange. Und ja, mal sehen. Ui, 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 ui. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und... ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen. Klar, jetzt so zum Beispiel dem Kind einen Transporter schenken, ist jetzt nicht so kreativ, weiß ich selbst. Aber es ging jetzt dabei auch eher darum, dass wir in der letzten Zeit viel Spielzeug aussortiert haben, was richtig so Babyspielzeug war. Und wir dann stattdessen
ja, seine Spielzeugkiste jetzt wieder ein bisschen aufgefüllt haben. Wir hoffen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ihr wurdet ein bisschen inspiriert, was Kinderbeschäftigung in Zeiten von Corona betrifft. Und ich habe noch viele weitere coole Ideen, deswegen werde ich die wahrscheinlich in noch ein neues Video packen und dann später hochladen.